Okay. Hallo meine lieben Freunde hier auf YouTube, Facebook und so weiter in den sozialen Medien. Es beginnt zu regnen, aber wir werden uns jetzt im Moment nicht davon beeindrucken lassen, weil wir stehen sowieso alle im Regen. Nein, ich hole mir einen Schirm. Sorry, 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 an der Stelle war ich. Ich schneide das nachher raus, aber der Anfang war ja schon mal nicht schlecht. Ja, liebe Freunde, wie gesagt, es hat geregnet bei Beginn unseres Gespräches. Ich spreche heute mit Chris aus Bayern. Ist das richtig, Chris? Ich wohne jetzt in Boppard im schönen Rheinland-Pfalz, direkt am Rhein, aber ich komme ursprünglich aus Bayern. Nun hört man ja im Krieg viele sensationelle Nachrichten geradezu, wo man sich immer fragen muss, was ist wahr, was ist gefaked, was wird nur strategisch verbreitet. Zum Beispiel mit dieser Uranmunition habe ich auch gerade heute gesehen, dass abgereichertes Uran jetzt gar nicht so schlimm wäre, weil diese Granaten werden mit abgereichertem Uran ummantelt, dass sie besser die Panzer durchbrechen. Interessant daran ist für mich, was kann man denn überhaupt noch glauben? Welchen Quellen soll man vertrauen? Wie soll man überhaupt über Kriege denken, wenn natürlich im Krieg immer ganz viel gelogen wird? Aber die Russen haben weder die Möglichkeit, eine Propaganda-Parallelrealität zu schaffen, weil sie eben nicht über die Mediendominanz global verfügen. Ja, also insofern sind die Russen da eingeschränkt in ihren Fähigkeiten gegenüber dem Westen. Deswegen haben die keine Chance, so leicht mit Lügen durchzukommen wie der Westen. Dennoch gibt es ja für Leute im Westen genügend Möglichkeiten, sich über gewisse Internetkanäle doch immer wieder mal die andere Seite anzuhören. Findest du diese Möglichkeiten ausreichend? Also wenn man an RT Deutsch denkt, wer will, der kann das sehen. Wenn man an Thomas Röper denkt, wer will, der kann das sehen. Oder denkst du, dass selbst wenn diese Möglichkeiten da sind, ein sehr großer, vielleicht sogar der größte Teil der europäischen Bevölkerung, es ablehnt, überhaupt zu gucken, weil es wird ja sehr stark moralisiert im Krieg. Das ist so wie Feindsender hören, Putin böse. Meinst du, dass die trotzdem da reingucken, wenigstens mal? Ich glaube schon. Also es ist ja nicht so, dass das Verschwinden von RT aus den Satellitenprogrammen und den Kabelprogrammen da aus den Paketen, dass das irgendwie unbemerkt geblieben wäre. Ja? Das wird schon bemerkt von den Leuten. Zwar nicht von jetzt überwältigender Mehrheit, aber ich denke mal, die Leute schauen immer wieder dann mal rein. Ich denke, dass die Leute auch ein Interesse haben zu erfahren, was denn die andere Seite sagt. Also die Medien. Dominanz kann gebrochen werden, die der Westen hat, wenn die Leute sich eben alternative Kanäle suchen. Ja, also Information ist schon, also Wissen ist schon eine Bringschuld. Ja, man muss sich schon auf den Weg machen, dass auch die Information auch zu suchen ist, auch wissen zu wollen. Liebe Kinder, falls ihr zuguckt, ohne zu fragen, ja, das ist alkoholfrei. Ich bin ganz brav. Okay, alkoholfrei. Apropos alkoholfrei, lieber Chris, was denkst du, was haben denn Drogen und Alkohol im Moment, haben die eine entscheidende Bedeutung, wenn man sagen könnte, sagen wir mal, seit Corona ist ja, glaube ich, erwiesen, die Leute, ist auch völlig logisch, die saufen dann mehr. Na? Und jetzt kommt Krieg dazu. Meinst du, dass es die, jetzt mache ich mal einen ganz bösen Schwenk, die Arbeiterklasse noch mehr davon abbringt, sich mal ein ordentliches Bewusstsein anzulesen? Bewusstsein wird nicht angelesen. Wissen wird angelesen. Bewusstsein wird anerkämpft. Das heißt, wenn kein realer Kampf stattfindet, können sich die Kommunisten so lange hinsetzen und Theorie büffeln, wie sie wollen. Es wird nichts passieren. Solange die Leute durch die Institutionen, und dazu zähle ich auch den Deutschen Gewerkschaftsbund, so sehr vom Kampf abgehalten werden, überhaupt irgendein, selbst einen einfachen primitiven Lohnkampf, so lange wird sich nichts am Bewusstsein der Massen verändern. Also müsste es nicht Klassenbewusstsein heißen, sondern Klassenerkenntnis. Oder meinst du Ja, es umgekehrt?
Erkenntnis. Also die Franzosen zum Beispiel. Für die ist das völlig klar. Die müssen sich nicht vorher treffen und drüber reden, dass die Regierung eine scheiß Reform beschließt. Sondern für die ist das klar und dann gehen die auf die Straße und zünden das Land an. Was machen wir? Wir treffen uns dann, ja, und dann diskutieren wir die Feinheiten der Gesetze aus, wie das deutsche Left heute so machen. Und hier und da. Und es ist auch völlig egal, was bei diesen Diskussionen rauskommt, weil die Massen sind sowieso nicht mit dabei. Das kommt. Klassenkampf ist Tradition. Und wenn man keine Tradition hat, dann kann man auch die nicht aus den Büchern bekommen. Die Bücher sind wichtig, um die Welt zu verstehen. Ja, aber damit man nicht erst diskutieren muss, ob ein Gesetz böse ist oder nicht von der Regierung, sondern es ist klar, wir gehen mal auf die Straße und da ist auch keine Diskussion. Da waren aktiv zur gleichen Zeit in Frankreich 3,5 Millionen Menschen auf der Straße. 3,5 Millionen Menschen, das sind mehr als, was weiß ich, 5, 6, 7% der Bevölkerung. Gleichzeitig. 5, 6, 7 Bevölkerung, machst du 10, 15% draus, ist das System am Ende. Du brauchst nicht die Mehrheit aktiv am Kampf zu beteiligen. Es reicht, wenn das eine kritische Masse ist. Was denkst du, wenn das System dann am Ende ist, was würde dann in Frankreich geschehen, mal ausgehend davon, was in den Köpfen der meisten Franzosen so ist? Was wollen die? In welchen Zielen sind sie sich total einig? Sie wollen ein besseres Leben. Sie wollen einen größeren Anteil vom gesellschaftlichen Reichtum. Sie wollen abgesichert sein in schwierigen Zeiten. Sie wollen eine Perspektive haben, dass dieses ganze Rumgerädere im Hamsterrad, ja, dass dieses sich irgendwann mal auszahlt. Wir haben jetzt hier das Problem, ja, die Leute, da wird sich beschwert, dass die jungen Leute keinen Bock mehr auf Arbeit haben. Warum sollten die arbeiten gehen, wenn sie dann 60, 70, 80 sind, bekommen sie eh keine Rente. Weil das System, die Generation der Boomer hat gesagt, ja gut, solange wir noch Rente haben, können die anderen schon, also meine Generation und Jünger, die können dann ruhig auf Mini-Rente leben. Das haben die Gewerkschaften damals so mit vereinbart, mit der Regierung. War das noch unter Kohl, ja. Aber diese Kämpfe, ich meine, in Frankreich werden sie weit heftiger geführt oder überhaupt erst mal geführt als bei uns in Deutschland. Diese Kämpfe, die hören ja nie auf. Inwiefern hat sich denn seit der französischen bürgerlichen Revolution, wo ordentlich was losgegangen ist, in den wesentlichen Fragen, nehmen wir mal Stichwort Eigentum, weil die französischen Revolutionäre haben ja gesagt, das Privateigentum an Produktionsmitteln greifen wir nicht an. Hat sich da schon was geändert, dass es in Richtung eines wirklichen Klassenbewusstseins, was auch die Eigentumsfrage betrifft, hat sich da was geändert? Sind die jetzt kenntnisreicher da, die Franzosen? Oder machen sie immer wieder nur eine bürgerliche Revolution, in Anführungsstrichen, oder einen Aufstand nach dem anderen? Und an den Prinzipien der Ausbeutungsgesellschaft ändert sich ja nichts. Also es gibt schon Unterschiede in der französischen Geschichte. Also die fünfte Republik, in der sie jetzt leben, die von Charles de Gaulle begründet wurde, da führt der Staat eine sehr starke Rolle in der Wirtschaft. Also der hat, also da ist auch der französische Geheimdienst direkt an Unternehmen beteiligt und so weiter. Es ist also schon eine stärkere staatliche Einflussnahme auf die Wirtschaft. Aber es ist halt nach wie vor ein bürgerlicher Staat. Braucht man uns nichts vormachen. Aber aufgrund auch des gescheiterten Kolonialimperiums haben sie sich halt auch darauf festgelegt, dass dem Staat eine größere Rolle zuzuspielen, weil es eben nicht anders geht, weil anders könnte sich Frankreich gegen die Amerikaner zum Beispiel nicht durchsetzen. Weil meine Frage ging ja dahin,
dass ich sagte, hat sich im Bewusstsein oder in der Erkenntnis der französischen Unzufriedenen wirklich viel geändert in so eine Richtung von einer ordentlichen Kapitalismuskritik, die über das bürgerliche Maß von, ja, wir wollen Gerechtigkeit, bessere Löhne hinausgeht? Ja, das sind ja, also Systeme sind ja Mittel zum Zweck. Ja? Wenn das System nicht ausreicht, muss man sich ein anderes für die Zwecke, die man gerne erfüllt haben will, muss man sich eben andere Mittel, also sprich ein anderes System überlegen. Natürlich, ich denke mal, die Franzosen gibt es einen starken Interesse an öffentlichem Eigentum auch. Gegen Privatisierung. Ich meine, die Angriffsziele waren ja auch BlackRock und andere Institutionen. Also die Konzernzentralen jeweils. Also die wissen schon, wo der Feind wirklich steht. Der Irrtum der Leute ist ja, die glauben ja, der Kapitalismus schützt das private Eigentum. Der Kapitalismus schützt nur das private Eigentum der Reichen. Nicht von dir und mir. Also das Eigentum ist nur das Eigentum der herrschenden Klasse, ist interessant. Das Eigentum des Proletariats, dass es sich irgendwie zusammengearbeitet, zusammengespart hat, das ist völlig wurscht. Das ist, ich denke, eine sehr schwierige Frage, weil dann müsste man wieder zwischen Besitz und Eigentum unterscheiden. Oder man könnte auch sagen, es geht ja um das Privateigentum an Produktionsmitteln, beziehungsweise eine genügend große Geldmenge, dass man selbst von den Zinsen leben könnte oder von großen Aktienbesitzen und so weiter, während der Proletarier, der Eigentumslose, sage ich dazu, ja wirklich nur sein bisschen Hausrat hat und seine Arbeitskraft. Und die Arbeitskraft ist meist das Einzige, was er dauerhaft verkaufen kann, wenn sie denn mal auch immer gebraucht würde. Gut, es sieht also insgesamt nicht so aus, als ob bei all den Katastrophen auf der Welt, wir haben jetzt schon über Ukraine-Krieg mal kurz gesprochen, und nun kommt ja eine Katastrophe nach der anderen. Es sieht nicht so aus, als ob das Grundübel all das, was die auslöst, nämlich die, würde ich jetzt mal sagen, die globale Konkurrenz um Märkte, dass das erkannt wird und dass erkannt wird, was Eigentum ist, was Geld ist, was Kapitalismus ist, Kapitalismus, sagte ein großer Dichter mal, immer im Vorwort seiner Bücher, auf den Namen komme ich gleich noch, sondern es wird, kann es sein, dass die Nebel, die ideologischen Nebelkerzen des Bürgertums, die in den Universitäten stark verbreitet werden, darunter auch Gendertheorie und so weiter, was es da nicht alles gibt, dass die so stark greifen in Verbindung mit medialer Überflutung der Massen mit allem möglichen Zeug und Kram, der gar nicht wichtig ist, dass die eigentliche Frage, wie gehen wir ans Wurzel dieser Übel, dass immer mehr Kinder sagen doch, ja, meine Eltern, die wollten, dass es mir mal besser geht. Und es wird immer unwahrscheinlicher, es wird immer wahrscheinlicher, dass es den Kindern dann immer noch schlechter geht. Kann das sein, dass es überhaupt nicht in Aussicht ist und dass die Katastrophen bis hin zum Atomkrieg viel wahrscheinlicher sind, als dass dieser ganze kapitalistische Laden wirklich mal gestürzt wird und mal eine vernünftige Wirtschaftsweise eingeführt wird? Also den großen Atomkrieg, die wir ihn aus den Katastrophenfilmen kennen und aus Fallout-Videospielen oder so, die glaube ich nicht, dass kommt. Warum? Weil eine solche zivilisatorischer Zusammenbruch, so ein gewaltsamer zivilisatorischer Zusammenbruch, verunmöglicht eben auch die Ausbeutung. Also du hast dann zwar jede Menge verstrahlte Leute, die durch die Gegend laufen und im Elend leben, aber du kannst sie nicht mehr ausbeuten, weil das Wissen verloren gehen wird über die kommenden Generationen. Und du hast keine Infrastruktur mehr, um diese Ausbeutung aufrechtzuerhalten. Also insofern glaube ich nicht, dass die Kapitalistenklasse ein Interesse daran hat, einen Atomkrieg zu führen. Hältst du es für wahrscheinlich, dass, was ja auch viele Experten, auch Militärexperten sagen, wovor die warnen, dass ein Atomkrieg auch quasi durch Zufall ausgelöst werden könnte, indem ein Computerprogramm einfach automatisch abläuft
kein Mensch mehr dazwischen sitzt, wie in den 80er Jahren. Da hat, glaube ich, ein russischer Offizier zum Beispiel in allerletzter Sekunde gesagt, nein, ich drücke nicht auf den Knopf. Und es hat sich wirklich als ein Fehlalarm rausgestellt. Und heute ist es so automatisiert, dass es quasi nebenbei per Zufall passieren kann. Also ich glaube nicht, dass der menschliche Faktor bei so einer wichtigen Entscheidung komplett ausgeschlossen wird. Aber auch was ich noch sagen wollte, vorhin das so negativ gesagt, ich meine, es passiert viel Schlechtes, aber hinter diesem Vorhang passiert auch eine Veränderung der Welt zurzeit, die noch vor ein paar Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Wir müssen uns vorstellen, wenn früher der Westen gesagt hat, da ist der Böse, dann ist die ganze Welt hat gesprungen und also kaum einer hat gewagt, sie zu widersprechen. Darum was ist für dich, Entschuldigung, ich frage dich, ich gehe hier ein bisschen rum, aber es tut ja nichts, es ist ja nur die Frage. Was ist für dich ein sozialistisches Land? Wodurch ist es gekennzeichnet? Ist China ein sozialistisches Land? Habe ich das oder habe ich dich das falsch verstanden? Ja, China ist ein sozialistisches Land. Wir haben die Planwirtschaft immer noch und sie haben dazu Marktelemente, die Gelder ins Land bringen, um die gesamte Wirtschaft zu modernisieren und die Infrastruktur aufzubauen. Also wäre darauf zu setzen, dass sagen wir mal, China ist ja von der Wirtschaftskraft unter den BRICS, ja, BRICS heißt ja jetzt schon BRICS Plus und Plus Plus, immer mehr Länder wollen da, immer mehr Staaten wollen da rein. Und die BRICS wollen sich auch vom Dollar unabhängig machen, was ja ganz wichtig ist. Ist China eine wirkliche Hoffnung sozusagen auf nicht nur multipolare Welt, die haben wir ja im Prinzip jetzt schon. Also die absolute Macht der USA, denke ich mal, ist gebrochen, ganz objektiv. Meinst du, dass es eine Hoffnung sozusagen für Linke ist, dass China sagt ja, 2050 gibt es bei uns, das ist ihr Plan, den Sozialismus. Ja, das haben die reingeschrieben in ihr Programm. Und dass China dann so überzeugend, weil es ja wirtschaftlich wirklich sehr überzeugend dasteht, dass, sagen wir mal, die BRICS in, was weiß ich, 50 oder 100 Jahren, ist ja egal, so weit sind, dass die wirklich sozialistisch sind. Also sozialistisch sind sie schon, bloß nicht entwickelt sozialistisch. Was ich meine, ist ein entwickelter Sozialismus, der in allen Bereichen dem Kapitalismus überlegen ist. In der Ökonomie, im Militär, in der Kultur. Und das Gleichziehen, das ist eben die Schwelle, die sie erreichen wollen. Ich meine, der Westen kommt China ja ein großes Stück entgegen, indem er sich nach unten entwickelt, ökonomisch, kulturell, politisch. Wir haben lauter dekadentes Zeug, wie Queertheorie Transwahn und die Wahnvorstellung, dass sich der Homo sapiens als Säugetier sein Geschlecht ändern könnte. Diese Wahnvorstellung, die sind Mainstream. Das heißt, wir haben mal eben in 10, 20 Jahren haben wir mal eben 300 Jahre Aufklärung abgewickelt. Und Naturwissenschaftler, die dem widersprechen, die werden gecancelt. Die haben Redeverbot, die werden jetzt zwar nicht umgebracht, also Scheiterhaufen haben wir noch keine, aber naja, wer weiß, wo sich das noch hinentwickelt. Ich meine, es werden ja auch schon Leute eingesperrt, die sagen, dass Russland im Recht ist mit diesem Krieg. Bloß weil sie das sagen. Oder wenn sie manchmal sogar nur auf die Vorgeschichte hinweisen. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, Russland ist im Recht, weil Recht ist ja doppeldeutig. Einerseits ein juristisches Recht und die Russen haben eben ihre Rechte und da machen die eben, was innerhalb ihrer Gesetze ist, ist ganz völlig klar. Auf den Internationalen Strafgerichtshof kannst du verzichten. Ist nur ein Mittel der Erpressung unter den Staaten, wo, wenn USA ein Veto einlegt oder wenn USA sagt, hey, wenn jemand unsere Leute in den Knast bringen will, da ist aber was los. Ja? Da haben die absolute Macht. Also auf das juristische Recht kannst du verzichten und das andere ist das moralische Recht und da hat jeder für sich Recht. Und eine objektive Untersuchung, eine wissenschaftliche, die jetzt wirklich Recht, das
die dritte Bestimmung von Recht, aber recht klein geschrieben wäre, die kann es gar nicht geben. Selbst wenn das jemand rauskriegt, und es gibt ja sehr wohl Leute, die genau wissen, was los ist auf der Welt, dann haben die aber keine Macht. Dann sagen die im Zweifelsfall noch, naja, es ist Meinungspluralismus. Der eine sagt so, der andere so. Ist ein totales Chaos. Aber was halt der Fakt ist, ist, dass die Russen, nachdem wir ja Jugoslawien, Afghanistan, Irak und so weiter und den ganzen Mumpitz hatten, ja, macht Russland jetzt das, indem sie einfach die Standards des Westens anlegen. Wenn man ganz streng nach dem Geist und den Buchstaben des Völkerrechts geht, ist das, was Russland macht, nicht in Ordnung. Aber im Kontext der allgemein üblichen Auslegung der Gesetze ist das überhaupt nichts. Das ist in der heutigen Auslegung der Gesetze, die die NATO-Staaten selbst etabliert haben. Nach ihrer eigenen Auslegung ist das völlig in Ordnung, was Russland macht. Ich meine, haben die Russen waren ja wenigstens noch so anständig, die haben eine Volksabstimmung durchgeführt. Wahrscheinlich, weil sie gewusst haben, dass sie gewinnen, aber die NATO hat im Kosovo, obwohl es sicher war, dass sie gewinnen würde, auch keine durchgeführt. Die DDR, in der DDR wurde auch keine Volksabstimmung durchgeführt bei der Wiedervereinigung. Beim Anschluss oder wie man es auch immer nennen mag, Annexion. Suchst dir was aus? Kann es sein, dass diese Abstimmungen gar nicht viel taugen? Weil wenn die Leute ohnehin, sagen wir mal, einfach nur ihre egoistischen materiellen Interessen verfolgen, und das war ja in der DDR nicht anders, es war ja auch eine Lohnpreis-Profitwirtschaft, dann können die sich gar nicht einig sein, sondern sie gegenseitige Interessen schließen die einander aus und dann stimmen die gegeneinander. Und es gibt ja keinen objektiven Richter, der sagt, also am besten für alle wäre, würde ich jetzt mal ganz arroganterweise sagen, wenn wir Privateigentum an Produktionsmitteln, so wie es Marx ja auch mal postuliert hat, komplett abschaffen, wenn wir auch Geld abschaffen, das sind keine guten Mittel für ein gutes Leben, alle gleich arm oder gleich reich. Wäre das konsequent? Das ist auf jeden Fall eine erstrebenswerte Zielvorstellung. Also das Problem ist halt, dass das mit so mit ultralinken Methoden, wie wir schaffen das jetzt ab, nicht geht. Sondern du musst die Sachen. Ah, das wäre zu diktatorisch. Okay. Das ist utopisch und ich meine, es gab ein Land, was mal gemeint hat, es bräuchte überhaupt keine Produktionsmittel. Und könnte alles von Null auf selber aufmachen, nämlich wirklich sozialistische Produktionsmittel vom Kern, vom Anfang an, also von der Landwirtschaft auf, das war Pol Pots Kampuchea. Und das ging ja komplett in die Hose. Also, aber sagen wir mal so, der Warenaustausch wird nicht verschwinden, indem man ihn abschafft, sondern der Warenaustausch wird verschwinden, indem man ihn einfach überflüssig macht. Durch die Entwicklung der Produktivkräfte und den Output an Produkten, den so eine Wirtschaft leisten kann. Also könnte man jetzt sagen, dass die Ware überflüssig gemacht wird. Die Ware ist ja dadurch gekennzeichnet, dass sie ihren Zweck erst erfüllt, wenn sie verkauft wird. Ware ist ein Gebrauchsgut, wo Leute sagen, ja, bin ich heiß drauf, will ich haben. Aber natürlich, ich krieg sie nur, wenn ich bezahle, egal woher ich das Geld kriege. Wäre also eine erstrebenswerte Gesellschaft eine, in der es nur noch Gebrauchsgüter gibt, die auch gar nicht getauscht werden müssen, von wegen Geld ist ja ein Tauschmittel, wo auch Tauschmittel unnötig sind, wo für Bedürfnisse von Menschen produziert wird und jeder nimmt sich dann, ja, was er eben braucht. Ich kenne schon wieder das Gegenargument und dann wird ja geplündert, dann, wenn jeder die Hallen, die Lager stürmen kann. Und da sage ich auch wieder das Gegenargument. Ja, wer will sich seine Bude mit 5 Kühlschränken vorstellen? Genau. Eine solche Gesellschaft ist schon mal beschrieben worden in einem großen popkulturellen Franchise, das nennt sich Star Trek. Und dort kam eben auch
das Ende des Kapitalismus und das Ende der Armut und so weiter dadurch, dass man eben die Technologie weit genug entwickelt hat, dass man gewisse Sachen, einfache Sachen, einfach im Replikator herstellen konnte. Dann drückst du auf den Knopf, ich brauche jetzt einen Schraubenschlüssel, dann materialisiert dir aus Energie einen Schraubenschlüssel und so. Da, wenn wir mal so weit sind, klar, dann wird das so kommen. Ja? Also das ist, wie gesagt, das ist diese Frage, dass eine aufrechte Haltung von Warenaustausch wäre total ineffizient in einer solchen Gesellschaft. Verstehe ich dich richtig? Meinst du, der Kommunismus ist erst möglich mit einer solchen Hochtechnologie, wo sich praktisch die Güter, die Gebrauchsgüter von selbst produzieren, durch künstliche Intelligenz zum Beispiel auch, und dass es jetzt gar nicht mehr nötig ist, dass da Menschen noch großartig was dran schrauben? Das heißt, es ist eine technologische Frage sozusagen, dass Kommunismus möglich ist, und hätte Kommunismus, sagen wir mal, vor 50 Jahren gar nicht stattfinden können, weil es da überhaupt gar nicht die Technologie dafür gab. Ja, also Kommunismus, wie sich die Kommunisten viele das so vorstellen, als dieses soziale Endziel, in dem das Ende der Klassenkämpfe und so weiter da ist. Dort, das ist natürlich das ist auch ein Faktor, ist die Technologie, ist die Produktivkraftentwicklung. Nicht der einzige Faktor, dazu kommt man auch noch, man muss es auch noch wollen. Ja, das ist natürlich auch, es kommen natürlich noch subjektive Faktoren dazu, aber es gibt der wichtigste objektive Faktor sind die Produktivkräfte. Und deswegen muss man die entwickeln, so schnell wie möglich. Und deswegen ist, finde ich, da macht China das genau richtig und ist für viele Entwicklungsländer ein Vorbild. Für uns nicht, weil wir brauchen eine eigene Strategie, weil wir kommen aus einer ganz anderen Ebene. Ja. Okay, ich würde mal sagen, soweit erstmal. Wir sind ja schon in unserem Gespräch weit in die Zukunft gegangen, und da diese Aufzeichnung von einigen auditiven Macken begleitet ist, das ist Skype geschuldet, würde ich mal sagen, ich danke dir erstmal. Oder möchtest du noch ein Schlusswort oder die Zuschauer noch auf deine eigene charmante Art verabschieden? Oh ja, ich wünsche euch alle einen gelungenen Start in die Woche und eine schöne Zeit weiterhin, und hoffe, ich kann mal wieder hier zu Gast sein, und ja, habe mich gefreut. Vielen Dank, lieber Chris, für dieses doch sehr anregende, konstruktive Gespräch. Ich dachte, wir streiten uns zwischendurch nochmal, wie wir das in unseren bisherigen aufgezeichneten Gesprächen getan haben. Aber das nehmen wir uns vielleicht mal fürs nächste Mal vor. Mach's gut.